Hallöchen! Essence bringt eine neue Trend Edition raus. Worum es sich handelt, was es Neues geben wird und wann sie rauskommt, gibt es jetzt. So wie gerade erwähnt, bringt Essence eine neue LE raus. Die wird heißen Secret Party und erinnert mich schon sehr an die Brit Tea Party, die zuvor rausgekommen ist, beziehungsweise jetzt demnächst in den Läden sein wird. Aber die Farben sind was ganz anderes und die Aufmachung auch total. Aber es scheint, Essence findet, dass der Sommer eine einzige Party ist und das ist er und deshalb fangen wir direkt an. In dieser LE wird es verschiedene Farben geben, die sehr sommerlich sind, wie Orange, Pink, Mintfarben, Goldtöne, nudige Töne. Und das greift Essence wieder mal auf und auch bei den Lidschatten geht es jetzt direkt los. Beginnen wir mit den Lidschatten. Hier gibt es einmal einen dunkelbraunen Bronzeton, der mit einem Flamingo als Prägung hinterherkommt. Den stelle ich mir ganz schön gut vor für eben Smoky Eyes im Sommer. Gerade im Sommer sollte man, wenn die Sonne so langsam untergeht, mit einem Smoky Eye an der Bar, wunderschön. Und als Gegenstück dazu, wenn man am Pool ist, mit einem wunderschönen Blau-Mint-Ton, der leichte Schimmerpartikel hat, stelle ich mir super schön vor und wird bestimmt mit dem Palmenprägungsmuster hier, wird bestimmt ein absoluter Hingucker sein. Dann gibt es die Jelly Glosse und hier ist, glaube ich, der Name Programm. Es handelt sich um Glosse, die hochglänzend sein sollen und einen Tint-Effekt haben. Sprich, wenn dein Lippenstift sich abträgt, bleibt eine leichte Farbe vorhanden, was ich super gut finde, denn wenn man schwimmen geht oder eben sich an einen Cocktail wagt, dann wird die Farbe natürlich schneller weggehen und da finde ich das ganz gut, dass eben ein leichter Farbton auf den Lippen bleibt, auch wenn der Gloss weg ist. Und den wird es geben in zwei verschiedenen Farben, in einem knalligen Pink und in einem Orange. Dann der diesjährige Blush wird in einem warmen Pink daherkommen, ohne Schimmerpartikel. Und was ich total gut finde, dass es jetzt endlich mal wieder einen sehr neutralen Blush gibt, der eben keine großen Schnickschnack hat mit Verlauf oder Glitzer oder ähnliches. Deshalb finde ich ihn wirklich sehr, sehr schön und bin gespannt, ob ich ihn mir kaufen werde. Wie in einem Catrice LE-Update, das ich gerade auch hochgeladen habe, gibt es auch hier wieder einen Bronzer. Diesmal ist es allerdings einer, der wesentlich dunkler ist, wo der Bronzer an sich erstmal matt ist, also das braune matt ist. Und die Flipflops, was ich total niedlich finde, eine Art Highlighter sind, beziehungsweise einen Schimmereffekt hat. Was ich für mich als das, was ich möchte, nicht ideal finde, aber für gerade die wirklich bräuneren Häutchen, die eben sonnengeküsst sind, glaube ich, das ist wunderschön, wenn ein leichter Glow auf dem Gesicht ist. Man braucht wahrscheinlich dann noch nicht einmal mehr einen Blush oder einen Highlighter oder ähnliches. Und ja, genug geredet darüber. Lasst uns weitermachen. Jetzt kommt mein Highlight der LE und zwar ist es der Kabuki Brush. Ich kann mich daran erinnern, dass ich glaube, jedes Jahr Essence einen Kabuki Brush rausbringt und jedes Mal stehe ich davor und vergesse ihn mitzunehmen. Oder kaufe ihn mir nicht. Oder er ist schon ausverkauft. Und dieses Jahr hoffe ich, dass ich daran denke, mir ihn zu kaufen, denn ich habe keinen Kabuki Brush. Und dieser hier kommt in einem wunderschönen Muster, das ich persönlich sehr, sehr ansprechend finde. Und wer braucht schon immer rosane und pinke Sachen? Ne? Der ist doch auch mal ganz schick. Ich hoffe, ich vergesse ihn nicht zu kaufen. Der Puder, also der Kabuki Brush, der ist für loses und für festes Puder geeignet und somit ein Multitalent für mich. Ich werde ihn wahrscheinlich eher zum Verblenden des Ganzen nehmen zwischen Bronzer und Blush und Highlight, um das Ganze ein bisschen schöner zu verschmelzen, weil das ist das, was ich mir vorstelle, wie ich ihn nutzen würde. Aber wir werden sehen. Weiter geht's mit den Nagellacken und hier gibt es wieder einmal vier verschiedene Nagellacke, die in einer gelartigen Form kommen, beziehungsweise sie sollen so gel Likes sein, das aussieht, als hätte man Gelnägel drauf, vom Schein her zumindest. Und die Farben werden sein Grün, Aquablau, Pink und Orange. Dann wird es ein Body Spray geben, der einen dezenten Duft abgeben soll. Die Duftrichtung stand jetzt nicht da, ich habe es zumindest nicht gesehen. Aber ich stelle mir vor, dass das wahrscheinlich sehr blumig sein wird, so wie Essensdüfte nun mal sind. Und soll sehr erfrischend sein, soll also das alles ein bisschen kühl halten, auch so einen leichten Cooling-Effekt haben. Und stelle ich mir ganz cool vor, wenn man es hat. Aber gibt es meiner Meinung nach auch von 100 anderen Marken, die standardmäßig in der Drogerie sind, ob man das wirklich kaufen muss, ich weiß es nicht. Aber wir werden ja sehen. Jetzt zu etwas, was ich total cool finde. Und zwar sind das Drinkmarker, die in einer Silikonform kommen und selbstklebend sind. Ich finde es immer sehr, sehr schwer, wenn man Gäste hat und man hat gleich aussehende Gläser. Das hat man ja, denke ich, in der Regel. Also ich habe es zumindest. Dann kann man die jetzt mit
das ist keine neue Erfindung. Ne? Stellt mich jetzt nicht so hin, als ob ich das nicht gewusst hätte. Aber ich finde die Motive total cool und man kann die sozusagen dann auf die Gläser raufbappen und dann weiß man, okay, hey, ich war der Flamingo, oh nee, warte, ich war der Cocktail oder ich war die Palme. Das finde ich total cool und denke ich, ist ein super Partyspaß und so kann jeder sich merken, welches Glas seines war. So, und zu guter Letzt kommen wir zur Kosmetik-Bag. Ob die sein muss, weiß ich nicht. Diese hier soll jetzt allerdings dafür sein, dass wenn man am Pool ist oder am Strand oder wie auch immer, dass deine liebsten Schätze geschützt sind. Sprich, wir reden jetzt mal hier von Kosmetik, dass das spritzwasserfest ist und eben alles schön eingepackt ist und beisammen und ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass irgendetwas nass werden könnte. So Mädels, das war's jetzt von meinem Essence-Update, was neu in den Märkten kommen wird ab Mai. Und ich bin gespannt, was ihr euch kauft oder auch nicht kauft und wie ihr die Produkte findet. Schreibt es mir nur doch bitte, bitte, bitte in die Kommentare, welche Produkte ihr besonders spannend findet. Und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, hoffentlich. Und bis dahin einen wunderschönen Tag. Tschüss.